Dann mal weiter geht's. Bring new class altering upgrades to give you godlike strength. At the conclusion of the event, your character will leave Remix and be enabled to join the rest of the server population. Also nach dem Event and ready to go for gehen the eure Remix Chars auf den normalen This is Server World of Warcraft über. Remix, Mists of Pandaria. Gut, das war ja auch schon bekannt. Also ihr könnt quasi so jetzt gesehen da Players relativ do not schnell need leveln. Dragonflight to play, but just need an active WoW subscription. For those just wanting to try it out, they can play up to level 20 for free. Upon logging into World of Warcraft, players will be greeted with a new button to. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Also ein neuer Button, wo ihr euch einen Time Runner erstellen könnt. Wahrscheinlich werden sie auch gleich noch sagen, dass ihr da auch Draktür und sonstige Klassen spielen könnt. Also da seid ihr nicht drauf beschränkt. Create an event time runner. This character starts at level 10 and after an introductory quest in the Timeless Isle, sends you off to the Jade Forest to start your journey. Players will be earning experience at an accelerated rate as they adventure. They'll constantly be unlocking new scaling dungeons, scenarios, and raids to conquer. Normally, players ventured into the Mogushan Vault's raid at max level, but instead now it unlocks at level 25 and the content scales so you and your friends can experience it no matter where you are in your camp. Okay, also different oder anderes Scaling. Normalerweise war zum Beispiel jetzt hier, wurde das Mogushan-Gewölbe als Raid genannt, war Max-Level-Content. Hier schaltet es jetzt sich auf Stufe 25 frei und ihr könnt es mit Freunden oder eskaliert, also ihr könnt es dann jederzeit wieder spielen. As you level up, more raids, dungeons and scenarios will become available to play at your own pace. As players defeat enemies and complete quests, they'll earn new gems that contain powerful new spells and abilities. From damage dealing to healing to utility and more, every item slot from head to feet will have a unique identity which will ramp up complexity as players progress. Players can socket a spell gem into their items which... Okay, das ist ganz interessant jetzt zu sehen. Ihr seht hier, die verschiedenen Items haben verschiedene Edelstein-Slots und da könnt ihr die Dinger dann reinpacken und quasi noch mächtiger werden. Zum Beispiel, was haben wir jetzt hier drin? Eure kritischen Treffer, Erupt in a Fury Explosion. Okay, kritische Treffer lösen eine Feuerexplosion aus, was nochmal Schaden an Gegnern innerhalb von 15 Yards macht. Also das ist ganz cool. Some devastating powers, while given the opportunity to introduce new ways to play your class. Take the Headslot Metagems for example. The Lifestorm ability summons a storm. Okay, für den Kopf gibt es Meta-Edelsteine, die dann nochmal besonders viel Bums haben. Die laufen jetzt dann hier durch. Dealing nature damage to enemies within 30 yards. It also grows flowers around the caster, which bloom, restoring health and granting haste to allies. Or the Tinker Gems, which give passive-like effects to go on shoulders, wrists, hands and belts. The Sunstrider's Flourish Tinker Gem. Okay, also passive Effekte für Schultern, Armschienen, Hände und Gürtel. The Sunstrider's Flourish Tinker Gem causes your critical Den strikes haben wir uns to erupt in a fiery explosion, inflicting damage to all enemies within 15 yards of your target. There are over 60 different gems to discover and choose from, leveraging players to play however they please. While super das ist tatsächlich ganz cool, das sollte, egal welche Klasse man spielt, wirklich ein frisches Spielgefühl geben. High power. The Cloak of the Infinite Potential is a dynamic cloak that continually scales in its strength. As you slay mobs and experience the wonders of Pandaria, your cloak will gain a consistent... Okay, diesen Umhang, das Ding werdet ihr die ganze Zeit tragen. Je mehr ihr auflevelt, desto stärker wird auch der Umhang am Ende werden. The more you complete heroic deeds... Seht ihr dann hier mit richtig viel Fett, also es gibt dann quasi alle Werte drauf, plus 234% mehr EP, das sieht schon ganz cool aus. And stronger and will eventually take on the appearance of the legendary cloaks of the original Mists of Pandaria. Gut, sieht dann wieder Leppi-Umhang aus, aber who the fuck cares? Character is also shared with alternative characters created for the event, making leveling even faster. Okay, das ist tatsächlich auch ganz cool. Die Werte von diesem Umhang werden auf Twinks übertragen, sodass, wenn ihr schon saftig mehr EP bekommt, einfach mit einem Twink einloggen könnt und der kriegt dann von Anfang an diesen dicken XP-Boost. Das ist ganz geil. Great loot can come from anywhere and there's no bad loot thanks to the bronze economy. Any drop players get can be converted into a new currency named bronze. Welcome to the new bronze age, where your bronze... Okay, jeder Loot, den ihr bekommt, kann in Bronze umgewandelt werden. Damit könnt ihr beispielsweise Items upgraden. Oder das wird wahrscheinlich auch noch gleich kommen, euch dann jede Menge Mounts, Pets und sonstiges Gedöns kaufen. In each zone, head to the bazaar to purchase class transmogs, mounts from Mists of Pandaria, ja, toys, das haben wir dann jetzt hier. And even unreleased color variants of older mounts that have never been seen before. Players will be able to
purchase items that were previously unobtainable, difficult, or required a dash of luck from the RNG gods by simply spending this new currency. Gut, und ihr könnt euch damit halt wirklich wie das Galleon-Mount sehr, sehr seltene Mounts einfach mal so beim Händler kaufen. Das macht schon ganz interessant. Your character will join the rest of the server population in standard World of Warcraft realms. At any time throughout your stay in Pandaria, all transmogs earned, titles unlocked, and mounts obtained are instantly available for your other World of Warcraft. Okay, alle Transmogs, Titel und Mounts werden für alle eure anderen World of Warcraft Accounts und Chars verfügbar gemacht. To dive into this truly legendary and memorable journey. Or if you just want to dip your toes in and see how you feel, play for free up to level 20. Get ready to spring through time on May 16th, then we'll see you in Pandaria. Also alles in allem, ja, sieht schon ganz cool aus. Also ich muss sagen, ich habe Bock auf diese ganze Geschichte. Mal gucken, wie es sich dann am Ende spielt. Ich denke, für mich wird sehr viel damit stehen und fallen, wie schnell man am Ende levelt, weil wer mich kennt mittlerweile, ich mag Level nicht. Aber es gibt halt schon ein paar sehr, sehr geile Belohnungen, die man da verdienen kann und sich kaufen kann. Alleine zum Beispiel das, die Wolkenschlange vom Schar der, was ist es, Wut? Ist das Schar der Wut? Wolkenschlange, also allein diese Dinger kann man sich dann halt garantiert kaufen und das ist schon hier Schar des Zorns, so rum. Also das ist schon ganz geil, das, da habe ich schon Bock drauf, aber mal gucken, wie es sich am Ende spielt. Wir werden natürlich darüber berichten. Ich denke, das werde ich hauptsächlich dann auf meinem Zweitkanal posten, G6 Plus, Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ja, damit danke fürs Zusehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, freut ihr euch drauf, freut ihr euch nicht drauf. Ich bin gespannt, bis dahin, habt eine gute Zeit, reingehauen.